Herzlich willkommen zurück, Leute, bei Let's Play Dead Space. So. Dann wollen wir mal weitermachen. Da ist er. So. Annehmen. Wunderbar. Ja. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Samstag. Denn ich nehme mal an, dieses Video kommt am Samstag raus, so viel ich mich erinnern kann. So. Ja, letzte Folge haben wir hier dieses... Oh oh. Nein, ich muss es... Oh, ich dachte schon, ich muss es nochmal machen. Okay, alles klar. Das Geräusch hört sich irgendwie komisch an. Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir uns mal auf den Weg zurück. Haben wir hier eigentlich wieder... Ja, wir haben wieder. Sehr schön. Eintritt Vakuum. Dann machen wir uns mal wieder auf den Weg zurück. Eintritt Schwerelosigkeit. Lalala, lalala, lalala. Ups. Daneben. So, jetzt aber. Was haben wir da? Habe ich die Zeit? Scheiße, ich habe die Zeit eigentlich gar nicht, dass ich jetzt hier irgendwie schnell... Sein, dass ich unter Zeitdruck besser schieße? Den brauche ich definitiv nicht. Lauf, Eisheckler, hoch. Oh mein Gott, wir werden ersticken. Nur weil ich gelootet habe. Komm schon. Isaac, das hältst du aus. Alter, das schaffen wir nicht mehr. Das ist zu knapp, das schaffen wir nicht mehr. Da sind die Luftdinger nicht mehr. Fuck, 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 fuck. Wir sind gleich tot. Mal auf. Ende der Schwerelosigkeit. Ende des Vakuums. Boah. Alter. Wie knapp das war. Okay, wir haben es geschafft. So. Oh, Alter. Isaac Hammond? Ihr werdet das nicht glauben. Die Sauerstoffsättigung fällt. Irgendwas vergiftet die Luft, die die Hydrokulturen produzieren. Und was es auch ist, es füllt das ganze Deck mit diesem organischen Zeug. Wir werden bald keine Luft mehr zum Atmen haben. Aber wenn ich diese Laborberichte richtig deute, kann ich ein Gift herstellen, mit dem wir das Zeug zerstören können. Kommt zur Krankenstation. Ich sollte alles hier haben, was ihr braucht. Hört das denn nie auf? Isaac, gehen Sie rüber zur Krankenstation und mischen Sie, was immer Kendra Ihnen sagt. Ich gehe rüber zu den Hydrokulturen. Wenn ich das Ganze verlangsamen kann, haben wir vielleicht genug Luft, um es zu bekämpfen. Das heißt jetzt, ich muss ernsthaft nochmal in die Krankenstation. Muss das sein? Ich will da nicht nochmal hin. Naja, dann fahren wir mal runter. Oh Mann, ich will nicht nochmal zur Krankenstation, verdammt. Jetzt muss ich doch gerade nochmal gucken. Ich glaube, hier habe ich schon geplündert. Ja, hier habe ich schon geplündert. Okay. Ich wollte nur gerade nochmal gucken. Wenn nicht, dass ich hier irgendwas vergessen habe. Oh, direkt Muni. Moment. Das lassen wir nicht liegen. So, was haben wir hier? Stasepack brauchen wir nicht. Ja, was ist das denn? Ist das ein Kopf? Sind hier noch mehr? Wow, 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 ja, da sind noch mehr. Ist das tot? Ja, ist das tot. Noch eins. Fuck. Stirb. Wo bist du? Drecksvieh. Was ist denn das wieder für eine Scheiße hier? Wir sind kleine Glitchviecher. So. Ach, das war wieder dieser Ebenenaufzug. So, Ebene 1? Ich glaube, Ebene 1 war die Brücke. Ich guck mal gerade.
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Ebene 1 war die Brücke. Ach ja. Und? War es richtig? Ich bin der Aufzug, ich muss 3 Jahre fahren. Nein, das war nicht die Brücke. Okay. Entschuldigt, ich habe mich verfahren. Und wir fahren wieder mit dem Aufzug. Und wie schön es wieder ist in dem Aufzug. Ach, ein Traum. Irgendwelche neuen Gegner? Nee. Wow. Was für ein Weg. So, was haben wir hier? Lass mal Energie. Haben wir? Haben wir nicht. Okay. Ja, komm mal auf das Ding. So. Shop. Oh, das klingt hier schon wieder so. Ich komme hier gleich ums Eck gesprungen. Halbleiter Rubin. Oh, 10.000. Jawohl, natürlich. Ich habe mir übrigens überlegt, wir werden uns die Laserkanone erstmal sparen. Die kaufen wir uns später. Dafür werden wir jetzt mal, ich weiß, es ist totaler Schwachsinn, 10.000 Gold dafür auszugeben, 10.000 Gold, 10.000 Credits, aber ich kaufe jetzt einfach mal 2 Energieknoten und mache folgendes. Gehe nochmal hier zurück. Oh, also diese Musik ist ein Traum, ich brauche unbedingt den Soundtrack. Es ist richtig entspannend und so, wenn es einem mal nicht gut geht. Bestimmt top. So. Weil wir jetzt nämlich hier zack und dann machen wir hier zack und dann machen wir zack. Und dann haben wir die nächste Rig freigeschalten. Und dann brauchen wir noch 2 Energieknoten, dann ist die Rig voll. Und dann können wir uns den Waffen zuwenden. So, jetzt dürfen wir eine 7-Punkte-Rig haben. Jawohl. Ist unser Isaac-Line doch schon extrem aufgewertet. Achso, ja, hier lang. So, dann gehen wir mal hier lang. Irgendwas kommt. Ich wusste es. Haben die sich verändert? Sieht noch anders aus, oder? Naja. Der Arm kommt nicht mehr. Gut. Wunderbar. Kommt hier noch was? Nee. Und ich hatte recht. Wir haben tatsächlich Kapitel 4 erfolgreich abgeschlossen. Da ist die Monorail. So. Kapitel 4, bevorstehende Vernichtung abgeschlossen. Fortschritt speichern, aber sicherlich. So. Wir spielen mittlerweile schon 3,5 Stunden. Oh, das ist noch nicht allzu lang eigentlich. Ich weiß mittlerweile übrigens, dass das Spiel 12 Kapitel hat. Also wir haben noch nicht mal die Hälfte geschafft. Gott sei es gedankt. Scheiße, Isaac. Ich kann die kontaminierte Luft bis hierhin riechen. Es verbreitet sich schneller, als ich dachte. Ich versuche es zu isolieren, aber das wird uns nicht viel Zeit bringen. Wir müssen dieses Ding vom Schiff schaffen. Die Chemikalien, die du brauchst, sind im Chemielabor. Wenn du da bist, werde ich die Tür für dich hacken. Sag mal, diese Kerzen oder was auch immer das hier sind, die waren doch beim letzten Mal noch nicht da, oder? Bin ich jetzt bescheuert? Hehehehehe.
Ich hab die Kerze kaputt gemacht. Hier war doch irgendjemand. Das sieht ja komplett anders aus. Du bist ein ganz böses Kistchen. Weg mit dir. So. So, was haben wir da? Eine Tür. Boah. Alter, ich dachte, da steht einer. Sie können sich nicht Gottes Plan in den Weg stellen. Die natürliche Ordnung. Sind sie blind wie der Rest? Wo ist er? Boah, wie sie das absichtlich dahingestellt haben, dass man sich in die Hose scheißt, dass man denkt, da steht einer. Und zwar erst kürzlich. Wir sind wohl doch nicht allein Guck hier. Mal. Jemand will dich nicht in diesem Teil des Schiffes haben. Ich will auch nicht in diesem Teil des Schiffes sein, muss ich trotzdem. Also, kein Stress. So, wo zuerst hin? Ach nee, Quatsch. Nicht Inventar, Brotkrümel. Da lang. Okay. Ich will da nicht schon wieder hin. Triffst mich nicht. Achso, ja. So. Licht. Licht, Kamera, Action. Was haben wir da? Munition. Oh, da war der Verrückte letztes Mal. Ich halte mich für alles bereit. Hier sieht's nämlich sehr unfreundlich aus mittlerweile. Das denn? Wieso bewegt sich das Ding? Das hat sich letztes Mal noch nicht bewegt. Ich muss natürlich überall gucken, ob hier noch was Neues liegt, was ich letztes Mal vielleicht vergessen habe, oder? Ja, nehmen wir alles mit. Ne Kopierer. Ne kaputte Kopierer. So. Ja. Irgendwie habe ich das so im Gefühl, dass das Ding hier gleich rausfährt und mich tötet. Nein, okay. Dann ist... Ja sicher, was bist du denn? Und wie tötet man es? Okay, mein Freund, du willst es ja nie anders. Dich doch kaputt geschossen. Mensch. Ey, Leute, wie kann man dieses Ding umbringen? Ich will hier nicht meine ganze Munition verballern jetzt. Sicher. Ah, Mann. Sterb einfach nicht, ich bin ein Scheißvieh. Alter, wie sieht's mit der Munition aus? Boah. Boah, Alter. Wie stirbt das Ding? Ich schieß hier ganz auf die Scheiße hin. Komm, lass doch mal den Arm raus, Junge.
Boah, Moment. Idee. Fuck. Das hat sich nach Tod angehört. Ja, einmal. Einmal. Alter. Einmal. Komm, zieh den Arm raus. So, die sind alle kaputt. Gut. Oh, wenigstens etwas Munition wieder gekriegt hier. Das ist ja der Hammer. Zwar. Was zur Hölle bist du? Moment. Ah, kann ich nicht. Okay. So, hier kann ich nicht rein. Ich muss wahrscheinlich wieder hier hoch. Ja, Isaac, drück den Knopf. Ich weiß, ich bin schon wieder im Moment 15 Minuten drüber, aber... Alter, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das... ...ein Stase-Moment ist. Alter, Maul. Scheiß Vieh. So. Guck mal an, der lag hier beim letzten Mal noch nicht. Oder? Hm. Super gezielt, Isaac. Super gezielt. Moment. Ach, Manno. So, das muss noch mal... So, jetzt aber. Yay! So, Chemiestation. Sobald du die Chemikalien hast, brauchst du auch eine DNS-Probe des außerirdischen Gewebes. Ich werde die Aufzeichnungen mal diesbezüglich durchsehen. Da ich sowieso schon wieder drüber bin über meine Aufnahmezeit, werde ich jetzt mal hier überspeichern. Und dann würde ich sagen, danke euch fürs Zuschauen. Haut rein, Leute, und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Dead Space.